Herr Hoffmann, Außenminister Steinmeier hat in Bezug auf die NATO-Manöver in Osteuropa gesagt, was wir jetzt nicht tun sollten, ist durch lautes Säbelrasseln und Kriegsgeheul die Lage weiter anzuheizen. Wie beurteilen Sie diese Aussage? Im Sinne dessen, was wir anstreben und was auch Steinmeier in unserer Rede hier vor dem deutsch-russischen Forum vor 2 Wochen gesagt hat, ist das eigentlich nur die konsequente Verlängerung dessen, was er gesagt hat. Ich finde das gar nichts Besonderes. Es zeigt eben einfach, dass hier jetzt an konkreten Beispiel versucht wird, alles zu tun, um die Spirale der Eskalation, die nach wie vor leider Gottes nicht gebrochen ist, an einem Punkt endlich zu brechen, nämlich an dem Punkt, dass man alles versucht, was vom jeweils anderen als Eskalation, als Provokation, als Akt der Sanktion verstanden wird, alles so weit wie möglich zumindest zu vermeiden, um eine Umkehr hinzubekommen. Vor dem Hintergrund, und das hat man gemerkt, dass die Einschätzung der im Moment sich ergebenden Lage mehr als seriös und mehr als gefährlich erscheint, wie dies auch unter anderem mehrfach bereits Wolfgang Ischinger gesagt hat, der davon sprach, dass wir zurzeit die gefährlichste Lage haben seit dem Ende des Kalten Krieges. Das sollte uns allen zu denken geben, und in diesem Sinne ist das ein ganz wichtiger Vorstoß, den ich sehr unterstütze. Was für konkrete Ziele verfolgt Außenminister Steinmeier wohl damit und wie erfolgsversprechend schätzen Sie die ein? Ich bin kein Politiker und kann nicht das politisch jetzt einordnen. Ich glaube, in Anknüpfung dieser Aussage sehe ich eben im Rahmen einer Rede, die er vor 2 Wochen gehalten hat, im Rahmen der Potsdamer Begegnung beim Deutsch-Russischen Forum. Und da ging es darum, dass Herr Steinmeier sehr wohl die kritischen Punkte benannt hat, die den Westen von Russland trennen. Da hat er auch eine sehr klare Sprache gefunden. Er hat auf der anderen Seite aber auch gesagt, wir sollten jetzt keine Doppelsignale senden, sondern wir sollten versuchen, überall da, wo wir können, die Gesprächskorridore, die sich ergeben, zu nutzen. Und in diesem Sinne verstehe ich den Satz. Ich glaube nicht, dass man Steinmeier damit recht tut, ihn jetzt selber sozusagen als Provokateur zu sehen, der hier in irgendeiner Form die NATO kritisieren will oder sie da schwächen will, sondern ich glaube einfach, es ist ein Ansatz, dass er zu Recht sagt, wir müssen alles versuchen, um die Korridore, die wir haben, für eine friedliche Verständigung mit Russland zu nutzen, im Angesichts dieser großen Gefahr, der sich natürlich Steinmeier wie jeder andere außenpolitische Experte ja zu 100% bewusst ist. Ja, Kritik gab es einige auf das Statement. Norbert Röttgen zum Beispiel von der CDU sagte, Steinmeier habe das gar nicht nötig und solle es einfach lassen. Wie sehen Sie denn derartige Reaktionen? Meine Einschätzung ist eine andere. Ob es Steinmeier persönlich nötig hat oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, die Beziehungen haben im Moment Menschen nötig auf beiden Seiten. Das ist sicherlich der Außenminister bei uns, aber das gilt auch genauso für die russische Seite. Wir haben Menschen sehr nötig, die den Mut haben, jetzt auf der jeweiligen Seite deutliche Schritte der Deeskalation zu gehen. Ich glaube deswegen, dass natürlich das nicht einfach ist und dass auch immer wieder solche missverständlichen Interpretationen damit gegebenenfalls verbunden sein können. Aber die Lage ist, wie gesagt, sehr, sehr ernst. Und jeder, glaube ich, der Verantwortung, außenpolitische Verantwortung trägt, der muss alles tun, und zwar auf beiden Seiten, damit wir jetzt die Möglichkeiten der Gespräche, der Deeskalation nutzen. Und Steinmeier hat ja in dem Interview auch eine ganze Reihe von Feldern genannt, wo mit Russland zurzeit erfolgreiche Gespräche geführt werden. Und er will also einfach versuchen, diesen Korridor zu verbreitern. Wir haben aber immer wieder natürlich solche Felder, die immer wieder von neuem Sprengstoff liefern für weitere Eskalation, sei es im außenpolitischen Bereich, aber sei es auch jetzt im Bereich des Sports, wo wir immer wieder eine Situation haben, wo es auf Konflikte zuläuft, die wir eigentlich im Moment nicht gebrauchen können. Ich würde gerne kurz noch auf einen weiteren SPD-Politiker, der sich jetzt gerade zu dem Thema geäußert hat, eingehen. Altkanzler Schröder warnte auch vor einem Wettrüsten mit Russland in einem Interview mit der SZ. Wieso kommen jetzt diese Mahnungen gerade zu dem Zeitpunkt? Also das kann ich sozusagen nicht beurteilen im Sinne einer politischen Einschätzung. Ich kann noch mal sagen, dass in allen Konferenzen, in allen Debatten, die ich sehe und in denen ich zuhören darf und mitdiskutieren darf,
eines völlig unbestritten ist, und das ist vollkommen unabhängig davon, ob jemand sozusagen von der russischen Seite, von der amerikanischen, von der britischen, von der französischen Seite kommt. Das letzte Mal habe ich das sehr deutlich mitbekommen bei dem Club of Three, wo Franzosen, Engländer, Deutsche und Russen zusammengesessen haben. Überall wird unisono gesagt, wir haben eine hochexplosive, hochgefährliche Situation, insbesondere auch dadurch natürlich, dass sich momentan an der Ostflanke der NATO unmittelbar militärische Streitkräfte gegenüberstehen und oftmals sozusagen im kürzesten Abstand aneinander vorbeifliegen. Die Risikoeinschätzung ist sehr hoch. Und ich glaube, jeder Politiker, egal auch welcher Couleur, wird diese große Gefahr sehen und tut das, was er für die Deeskalation für das Richtige hält. Und ich glaube, dass eine Deeskalation so durch eine Rücknahme der provokanten Maßnahmen auf der jeweiligen Seite, und das muss ja nicht nur alleine für die westliche Seite gelten, sondern genauso gut auch für die russische Seite, das ist das Ziel, Sinn und Zweck. Nur kann Steinmeier ja hier nur in eine Richtung sinnvollerweise wirken, und die andere Seite, die russische Seite, muss natürlich auf der anderen Seite das auch tun. Wenn ich richtig verstanden habe, hat zum Beispiel Putin durchaus in Aussicht gestellt, die Sanktionen gegen die EU zurückzunehmen. Also solche Signale sind wichtig, und sie sind jetzt im Moment im Sinne eines Zurückschraubens der gegenseitigen Provokationen, vielleicht auch gegenseitiger Missverständnisse, das kann durchaus sein, sind sie wertvoll und wichtig. Wo sehen Sie dann Bundeskanzlerin Merkel bei diesem Thema? Könnte es sein, dass Frau Merkel auch den Kurs von Frank-Walter Steinmeier einschlägt? Das wird sich noch mal zeigen, kann das gar nicht sagen. Also ich finde, dass Steinmeier mit diesem Zitat, das liegt ja auch dann immer wieder nah im alltäglichen Mediengeschehen, jetzt möglicherweise auch in eine Ecke gedrängt wird oder sinnvollerweise dort eingeordnet wird von einigen Medien und auch von einigen politischen Kommentatoren, wo ich ihn nicht einordnen würde. Jedenfalls nicht zu dem, was er, ich kann noch mal auf diese Sache zurückkommen, wo er eine lange Rede vor dem Deutsch-Russischen Forum gehalten hat, fast eine Stunde. Da gab es einen Kurs, von dem ich sagen würde, da würde die Bundeskanzlerin jedes Wort unterschreiben. Ob sie jetzt genau diesen Satz so unterschreiben würde, das ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube nicht, dass der allgemeine Kurs der Bundeskanzlerin sich von dem Kurs des Außenministers in der Substanz unterscheidet. Da werden in der einen oder anderen Frage natürlich unterschiedliche Gewichtungen gesetzt. Natürlich hat da die Bundeskanzlerin das Gewicht stärker im transatlantischen Bereich, auch sicherlich bei den polnischen und baltischen Partnern in stärkerem Maße. Und Frank-Walter Steinmeier als Außenminister versucht jetzt im Sinne dieser Deeskalation die Russen stärker hier in den Blick seiner Ausführungen zu setzen. Aber ich kann nicht erkennen, dass es da einen grundsätzlichen Unterschied in der Ausrichtung gibt. Vom 13. bis zum 21. April findet in St. Petersburg die Deutsche Woche statt.